Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu N Ringer Dinger Ding Dong. Ist doch Sektor von 6. Beim letzten Mal haben wir uns in die Kanalisation von Landel vorgeschlagen und sind dann umgedreht zu den Ul Palace Ruins. Ich bin echt schlecht im Zeitmanagement zurzeit. Ich habe heute leider immer noch keine Zeit großartig zum Aufnehmen, außer jetzt die Folge. Oh, es tut mir leid. Ich habe meine Zeit halt echt verplant gestern. Dann habt das Real Life immer. Was you do für die Sündiger. Oh, die werden davon sogar gestaggert. Krass. Albinauri Clay-Typen. Oh, der leuchtet. So. Silverfly. Okay. Und eine Estus-Aufladung. Okay. Was haben wir denn hier? Tunnel erhält. Zug nach oben. Funktioniert der? Funktioniert. Ne, dann müsste nach unten gehen. Nevermind. Hat er nicht so lange gedauert, also wird er wahrscheinlich nur ein Stück nach oben fahren. Ich wollte es eigentlich nicht hier unten rumtreiben, aber wie gesagt, ich habe halt leider keine Zeit gerade. Denn hier jetzt? Habe ich die Grace schon mal berührt? Nein. Okay. Okidoki. Jedenfalls ziemlich düster hier. Ich mach mal Licht an. So, da hinten sieht es aus, als würde es auch nochmal reingehen. Race the Week 4. Sieht auf jeden Fall echt cool aus hier. Und da sollten wir definitiv. Ja. Weiß nicht, das könnte hier in einer Sackgasse enden. Der Untergrund ist hier echt riesig. Shattershard Arrow fletcht. Okay. Hätte ich solche schon mal. Die sind so krass an denen. Ah, ist natürlich eine Waffe. Jetzt Magic Damage. Okay. Shattershard. Slip Arrow whittled from enemy bones to with a shard of crystal. Creates a resonating noise at the point of impact. Oh. Also um Gegner da an bestimmte Orte zu locken. Got it. Got it, got it. Aha. Einmal im Kreis. Okay. I take it. Run away. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. So, ich hoffe, dass die Bugs mit dem Springen und Rollen behoben sind. Kam jetzt kein Patch oder sowas, aber ich hoffe halt insgesamt, dass es mein Controller war. Andererseits hoffe ich es natürlich auch nicht, weil es würde bedeuten, dass mein Controller rumspinnt. Aber der hat ja einfach andere Inputs genommen, beziehungsweise die Setting war ja irgendwie anders.
Es ist halt nicht normal, dass man statt Rollen angreift. Oder dass man statt Sprung angreift. Und da kann man halt sagen, was man will. Das ist kein Controller-Fehler, nö. Nun gut, dann schauen wir einmal mal hier an denen vorbei. Ist hier hinten noch irgendwas? Das ist ja Volcanic. Formic Rock, okay. Crouching or crouching? Ja, und jetzt? Den da? Lächerlich. Wir haben halt echt wenig Runen, weil wir hier jetzt früher hätten hingehen sollen. Oh boy, nicht das Vieh. Deckung! Schnell darüber. Uah. Runaway. Sogar eine Grace. Nice. Eigentlich wollte ich hier nur hin, um zu gucken, was hier ist. Aber eine Grace, I take it. Ach. Wir ekelhaften Ameisen hier. Livingstone 2, was soll ich denn damit? Immunizing Hornschaden. Okay. Das ist nicht schlecht. Immunity ein bisschen hochzuballern. Wenn es denn mal drauf ankommt. Würde sagen, wir sollten nochmal wieder ein paar Spirits benutzen, aber. Nö. Ich bin mir sicher, irgendwann werden wir es mal brauchen, aber so verzweifelt bin ich jetzt noch nicht. Wir kommen relativ gut durch. So, hätte ich zum Beispiel bei Riker zu lange gebraucht, hätte ich gesagt, okay, scheiß drauf. Hol in den Jellybro rein und dann gib ihm. Aber das war ja zum Glück unnötig. Ja, schon, dass wir den so schnell geschafft haben. Oh, ich weiß ganz genau, wo wir hier sind. Ja gut. Also übrigens vom Loading Screen. Und das ist ein Boss. Autsch. Frostbite. Ja, ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass wir hier früher hätten hingehen sollen.
tot? Frozen Lightning Spear. Bei dem hatte ich tatsächlich am Anfang ein paar Probleme, weil ich halt. Ne? Bin ich halt mit dem richtigen Level hingegangen. Great Ghost Glove Ward. Damit können wir eine Spirit Ash, ich glaube eine normale, aufs Max bringen. Von hier aus kommen wir übrigens nicht weiter. Das hier ist eine Sackgasse. Ich habe sehr, sehr lange rumgesucht und rumgeeilt hier in dem Untergrund. Von hier aus kommt man nicht nach Noxtella. Man muss zu diesem Meteoreinschlag, wo. Hier. Man muss nach. Ich find's gut, dass das jetzt angezeigt wird, wo der ist. Weil beim ersten Mal stand ich dann da und dachte mir so, okay. Und jetzt? Ich habe halt die grobe Richtung gesehen gehabt, wo er hingefallen ist. Ich habe da auch ein bisschen, ne, hingegangen, dachte mir, okay, gucken wir uns mal die Umgebung an. Aber ich bin nicht so weit in den Süden geritten, ist das Problem gewesen. Also ich habe diesen riesigen Krater nie gesehen gehabt. Da habe ich halt gegoogelt und ist das, ja, hier bei dem Fahrstuhl in diesem Nebelwald, ein bisschen westlich, und dachte mir so, ach. Cool, die einzige Stelle, die ich mir nicht angeschaut habe. Wer halt wusste, da sind diese Rune Bears. Da hatte ich halt gar keinen Bock drauf. Verständlicherweise. Boss hat übrigens kaum Runen gegeben. Eins. Okay, da oben kommen wir auch drauf, aber jetzt gucken wir erstmal hier. Map Einzel River. Genau, hier ist der Franken Soldier und ja, hier kommt man nur von hier aus weiter. Ja moin. Customer? Was haben wir denn? Perfumers Cookbook. Acid Spray Mist. Na, warum nicht? Warfrost Boluses, Stimulating Boluses, das ist nice. Auch noch einen Drip kaufen. Okay. Jetzt müssen wir halt nach da hinten kommen, einigermaßen ohne. Von Mr. Gravity Rock hier weggeflext zu werden. Uff, wie kam er denn da hoch nochmal? Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin, oder? So, kurz noch nach da gucken. Aber ich glaube, wir kommen jetzt tatsächlich nicht mehr weiter. Nicht hoch. Aua. So ein Mist hier. Sollen wir nochmal schießen? Okay.
Nee, damit. Nee, okay. Ich glaube, da oben ist irgendwo ein Eingang. Aber es sieht so aus, als wären wir hier fertig, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich hoffe, das würde noch ein bisschen dauern. Ja. Da können wir noch mal gucken. Ich komme von da irgendwie hoch. Eieiei. Das hagelt hier schon wieder, hör mal. Nö. Na gut. Ich will noch mal gucken. Da ist zum Beispiel noch ein Item. Shield Grease. Okay. Immer noch eine Treppe zum Beispiel. Die nirgendwo hinführt. Außer hier hin, okay. Und hier geht's auch nirgends weiter. Ich kann hier auch nirgends irgendwo auf ein Mauerstück springen. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Shield Grease. Boost Guarding Ability and All Damage Negation. Okay. Ja, sieht aus, als wäre es das hier gewesen jetzt soweit. Ärgerlich. Haben wir sonst noch irgendeinen Mord, den wir für 10 Minuten erkunden können? Hm. Oben irgendwo. Das ist Rani's Rice. Hier irgendwas. Das Interessanteste haben wir halt schon hier alles aufgedeckt. Wobei, das da sieht ein bisschen sus aus. Drei Discord-Nachrichten. Das kommt davon, wenn man um 13:30 aufnimmt. Ja, die Leute können warten. Wir beschäftigen. Ich bin beschäftigt. Das sieht. Ja, nimm mit. Ist Blatt. Ah, okay. Joink. Joink. Wusste doch, das sieht jetzt sass aus. Was zum Looten? Reality Stone Fan. Okay. Ah. Autsch. Autsch. Oh.
Toro, Toro. Olé. Autsch. Goddammit, diese langsamen Attacken. Autsch. Oh nein! Nicht umbringen, bitte! Nein! Ah. Oh, wie ärgerlich, ey. Oh. Oh, wir müssen einen Schluck trinken. Fünf Minuten. Sieben. Darf das Rad drehen? Ja. Rüstungsteil ablegen. Warte mal. Ja, OBS, da, dann. Okay, 1 bis 4, generieren. 2, okay. Entschuldigung. Zwei ist die Brust. Ah. Eieiei, das kann ja was werden. Sub, ne? Ich werde einfach let me solo hören. Das war ein. Will ich aber trotzdem gerne.
Goddammit. So, eine interessante Sache, die ich auch gesehen habe. What? Weil viele Leute sich halt beschwert haben, dass Gegner in Elden Ring immer dann aktiv werden, wenn man gerade einen Flask nimmt. Das ist tatsächlich so gecodet, ja. Dass sobald das Spiel entdeckt, dass man den Input für den Flask macht oder für einen Heilungsspell, dann, dann versuchen Gegner das aktiv zu unterbinden. Jetzt. Und so schnell nicht rollen. Fand ich tatsächlich sehr interessant. Bei mir persönlich ist es tatsächlich nie aufgefallen, aber einigen Leuten anscheinend schon. Wenn solche Sachen wären, ja nicht das erste Mal, dass From Software sowas Gemeines macht. Wenn irgendwo war, mit sowas ja zu rechnen. Sind auch nicht alle Gegner, die das machen. Also sind ein paar Bosse, die das machen. Und ein paar bestimmte Gegner. Unter anderem halt Invader und sowas. Was Sinn macht. So, okay. Thomas Baby Stone 5, Saison 6, Gravity Stone, Fan Gravity Stone. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Hat sich kein Stück gelohnt. Den Expectors, by the way, war dann. Na gut. Hier ist auch nichts, ne? Okay, wir sind aber bei 30 Minuten. Ich hoffe, ich komme zu mehr aufnehmen. Jetzt. Ja, noch gelacht, wenn ich das nicht hinkriege. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer shirtloser Lighty. Bye bye.